Hi ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Meine Stimme ist leicht angekratzt, ich glaube ihr merkt es gerade, aber nee, wir ziehen das durch. Ich bin gerade mitten in einer guten Aufnahmesession. Ja. Bin gerade mitten drin im Game. Ich kann nicht aufhören, Leute, das Spiel ist zu geil. Ja. Wir sind immer noch auf dem Weg zur verdorbenen Zone. Nee, wir sind schon wieder. Wo sind wir gerade hin unterwegs? Ach. Ach, hier war die verdorbene Zone. Okay, dann ist unsere nächste Priorität das hier. Ich markiere mal hierher. Oh ne, hier, ja komm. Eigentlich müssen wir dann eh nur den Weg folgen. Und eigentlich wäre es gut, wenn wir eine Brücke hätten. Ist das hier eine Brücke? Okay, hier kommen wir lang, sehr schön. Wir sind wo? Ada ist hier. Okay, wir sind geradeaus, einfach geradeaus. Sehr schön, okay. Go, 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 go. Haben wir noch ein Reittier? Natürlich können wir beirufen, ne? So. Hopps mal bitte. Bonnie, komm her. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Immer noch. Ich bin echt gespannt, was bei dieser Brutstätte der Endgegner sein wird. Ich glaube, es ist eigentlich auch, wenn wir einen Händler vorher aufsuchen, bevor wir die Brutstätte betreten. Denn ich weiß nicht, ob da so viel, ob wir da so weit kommen, ohne Heiltränke und so weiter und ohne Kräuterchen und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es so schlau ist. Haben wir denn irgendwo einen Händler in der Nähe? Irgendwo ein Dörfchen oder so? Gar nicht, ne? Gar nicht. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung. Ne, komm, wir machen nur Risk No Fun, wir gehen einfach hin. Ich weiß, ich habe gerade mal Pony stehen lassen, ich will mich ein bisschen mich umgucken. Hi, ne, ich lasse euch einfach mal stehen, auch wenn da Steine rumliegen, die ich bräuchte. Nein, brauche ich nicht, danke. Ja, Kräuter! Deswegen bin ich hier. Deswegen laufe ich hier gerade wie ein besenkter Affe am Ufer rum. Und ich sehe da schon Blümchen, die uns am Ufer erwarten. Aber es ist ein Feuerblümchen, Mann! Nein, brauche ich nicht. Cool. Aber Reinholz. Und ich bräuchte auch Lohe für Feuerpfeile, verdammt. Habe ich noch. Ich muss mal nachcraften. Jägerpfeile brauche ich eigentlich nicht. Feuerpfeile crafte ich auch noch. Was fehlt mir hier eigentlich bei denen? Ich kann die nicht nachcraften, weil. Mir fehlt diese. Mir fehlen diese Metallgefäße. Ach so. Deswegen. Okay, wir müssen uns mal Metallgefäße zulegen. Alter. Der Schattenzeit. Oh, mir fällt gerade was auf. Wir wollten doch letzten. So ist das. Inventar. Ne, herstellen. Waffenmodifikationen. Schatten. Scharfschussbogen. Schattenschleuder. Schattenkriegsbogen. Okay, hier haben wir schon zweimal Schaden und Dings drauf. Bei Feuer. Wie Feuerkämpfe. Hier bräuchte ich Feuer drauf. Und zwar die 42% wären geil. Oh, Alter! Was? 45% Schock, 18% Schaden, 10% Feuer. Wie geil! Das verbessert ja alles. Heftig. Feuer und Schaden. Ich muss es draufpacken, das ist einfach zu gut. Okay, Handhaben ist ja eigentlich nicht ganz so wichtig, oder? Was ist das denn für eine Spule? 34% Eis nur. Okay, da haben wir Feuer und Schaden. Und ein bisschen weniger Eis dafür. Was macht das hier? Das macht mehr Eis und auch ein bisschen mehr Schock. Okay, dann ballern wir da drauf. Handhabung. Ja, ich glaube, Handhabung ist nicht so das Wichtigste, oder? Mit Schock kämpfe ich nicht so wirklich viel. Würde ich sagen, Feuer und Schaden, oder? Ballern wir drauf. So. Habe die auch ein bisschen modifiziert. So, statt einen Kriegsbaum benutze ich fast nie, das ist das Problem. Oder gar nicht. Wie viel haben wir denn da draufgepackt? Für Handhabung. So. Könnt ihr noch Handhabung draufhauen? Ich will nicht auf den Schadenflusspunkt so viel Handhabung, ich will da Schaden drauf kriegen. So, egal. Komm, lass mal das so. Im Moment mal. Das war der Feuer. Danke dir, Elle. Der Sammlerwut ist mir durchgegangen. Sehr schön, danke dir. Stürmergebiet, okay. Ne, die Stürmer lasse ich einfach mal links liegen. Das ist ein Weg hier, ehrlich? Sieht nicht so aus. Ich nehme es einfach mal so hin. Mal voll heilen hier. Wir müssen in dieser Brutstätte echt so mega aufpassen.
Wir haben nur noch drei. Danke dir, dass jetzt hier Adler sind. Oder habe ich da? Was habe ich da, oder? Grau habe ich, ja. Die kann ich überbrücken übrigens mittlerweile, glaube ich, ne? Nein! Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ach komm! Boah! Nee, jetzt haben wir Stress mit Habichten. Geil! Nee, hab ich keinen Bock drauf. Nee. Nee, überhaupt nicht. Alter, was ist das hier? Ein Grauhabicht drauf, oder wie? Ich glaube, das ist die Invasion, von dem der alte Tutti gesprochen hat. Alter, wie viele Punkte hier über uns sind. Ja, okay. Macht ihr mal, würde ich sagen, oder? Macht ihr mal. Macht mal euer Ding, Leute. Alter. Geh weg. Wir haben hier Stress. Ey, Leute, hoch hier. Okay, wir haben ziemlich viel Zeug hinter uns gerade, was ballert. Jetzt kommt auch noch so ein Tutti. Nur schwerer bewaffnet. Schwer bewaffnet heißt im Endeffekt. Verpiss dich! Ich hab keine Ahnung! Gib mir deine Knarre, verdammt! Ach, du hast mir doch schon eine Knarre gegeben. Au! Fuck you! Wie viel. Nee. Verpiss dich! Nee. Nee. Mach das mal ohne mich. Danke dir. Tschüss. Nee. Alter. Wie wäre das, man ohne Heiltränke ist, wenn man auf schwer spielt? Seid ihr da mal weg? Was? Jetzt ist da auch noch so ein Pfosten. Ich werde das nicht überleben hier, die Verfolgung. Ich werde das nicht überleben. Komm hier nicht weit. Au, au, au. Ey, da komm. Rette dich. Ich fliehe gerade den Berg hoch. Bin ich denn hier mittlerweile in Sicherheit oder wie ist das? Irgendwo hört es danach auf, oder? Ach du Scheiße. Wir brauchen Heilung. Alter, das war intensive. Alter, wenn man das Spiel auf schwer stellt, dann one-hitted der uns doch fast. Alter, der hat uns eineinhalb von unseren. Nee, das war gar nicht voll. Das war etwa so voll wie jetzt gerade der Stärkungstrank. Alter, das ist wirklich fast einen kompletten Balken abgezogen. Was? Der ist mir gänzlich unsympathisch, der Dude. Oh. Ich brauche ein Dorf. Butcher der Zeta. Finde den versteckten Eingang. Ja, die Quest aktiviere ich mal. Aber. Muss erst zu einem Händler. Habe ich hier irgendwo vielleicht. Ich habe hier nicht mal eine Lagerfeuer in der Nähe, ne? Ich hätte das hier aktivieren sollen, Mann. Shit. Wir müssen einfach zurück zu einem Händler. Es geht nicht anders. Wir kriegen das sonst nicht hin. Ich sehe dich irgendwo in der Nähe, vielleicht ein Händler? Irgendwo? Nee, ne? Gar nicht. Gar nicht, ne? Ein Panzermann-Areal, das fehlt mir noch. Okay, dann gehen wir hier hin. Wappenbrück. Dann gehen wir nach Wappenbrück. Wappenbrück reisen wir hin. Ich brauche einfach fucking Heiltränke. Ich brauche Heiltränke. Ich komme sonst nicht weit. Das liegt nicht daran, dass wir schlecht equipped sind und ich keinen Skill habe. Es liegt einfach daran, dass ich auf schwer spiele und dann die Viecher so extrem viel Schaden machen. Das ist echt langsam nicht auf Fireball. Aber so ist es halt. So ist es halt. So, heute das erste Mal, dass ich tagsüber aufnehme. Das ist auch mal was ganz Neues für den Rayon, ne? Ich nehme jetzt nämlich gerade, dass es 15 Uhr ist und meine neue Folge Horizon gerade online ist. Ja. Schön. Ja, ist einfach so. Perfektioniere dein Können als Maschinenjägerin in Jagdgebieten. Wenn du die Prüfung in Jagdgebieten erfolgreich abschließt, erhältst du Zugang zur Jägerloge und irgendwas anderes, was ihr wahrscheinlich lesen konntet und ich nicht. Finde Brutstätten und überbrücke die Kerne, um zu lernen, wie man viele verschiedene Arten von Maschinen überbrückt. Ja, habe ich vor. Nur ich wurde gerade ein bisschen aufgehalten. Ach, hier sind wir. Ich erinnere mich. Ist der eine Tutti, der uns zum Kampf mit dem ersten Donnerkiefer unseres Lebens angestiftet hat. Und wo ist denn hier der Händler? Hier.
Ah. Siehst du, wie wir verletzt sind? Kannst du nicht bitte was geben? Danke. Heilung. Gegengift kann ich mir auch ein-, zweimal. Haben wir auch voll. Ich kann keine gesund... Weil mir fehlt Draht und Metallgefäße. Oh! Ist okay. Wir haben genug Geld. Mach voll. Komm, mach voll. So. Habe ich immer noch zu wenig? So, mach voll die Scheiße. So. Und was für ein was? Und fehlt schon wieder Draht, ehrlich. Egal, egal. Aber uns fehlen wirklich Metallgefäße. Ich kaufe mir mal richtig viele Metallgefäße, weil ich brauche das einfach zur Munitionsherstellung. War dann einfach mal 500 hoch, würde ich sagen. Ah, komm, 400 reicht. Wird mir noch weit. Dann kann ich hier nämlich nachcraften erstmal. Metallgefäße brauche ich den Bro nachcraften. Zwei Stück. Ich habe nur noch 33. Okay. Ich kaufe einfach mal alles voll. Wenn wir ausgerüstet sind. So. Oh, schön. Schön, wenn man ausgerüstet ist. Das ist echt schön. Ada, du bist immer noch... Immer noch eine. Ja, das Maximum raus aus dem Händler. So, hier. So, jetzt bin ich weg. Tschö. So. Hier ist auch eine verdorbene Zone. Mann! Warum ballert ihr mir überall verdorbene Zonen rein? Nein, ich mache jetzt die Brutstätte. Das habe ich mir heute vorgenommen, also mache ich die fucking Brutstätte. Nee. Da braucht ihr mir jetzt nicht denken, dass ihr mir jetzt reinpfuschen könnt hier. Ich würde ganz gerne hier von oben kommen. Ich habe hier oben kein Lagerfeuer, das ist das Problem. Komm mal hier. Ich hatte am Anfang der Aufnahme zwischen noch 15 Schnellreisepakete, sind bei 9. Die Teile sind teuer. Aber das Gute ist, dass wir extrem viele Kronen haben. Oh, man braucht, glaube ich, mehr Kronen. Man braucht auch noch, glaube ich, noch irgendwas anderes und noch irgendwas anderes. Boah, Rayon, das ist so definitiv gut. Oh, seltene Maschinenteile sind geheimnisvolle Kisten. Was? Seltene Maschinenteile und geheimnisvolle Kisten erhältst du bei verschiedenen Händlern in Meridian. Du kannst vorübergehend Maschinen aus dem Kampf nehmen, indem du den Seilwerfer verwendest, mit dir festbindest. Ach ja, stimmt. Den haben wir auch noch nie wirklich verwendet. Sie bleiben für längere Zeit bewegungsunfähig, reißen sich aber blablabla. Alles klar. Jetzt sind wir hier. Standhafte Wacht. Tor entdeckt. Ach ja, jetzt ist es ja durch die Hauptquest markiert. Alles klar. Kriegen wir hin. Können wir hier denn irgendwo drüber vielleicht? Vielleicht? Nein, okay. Hey, zieh dir mal was an. Ach, das ist vorne Brustpanzer. Okay, von hinten kann ich ja niemand abstechen. Stimmt, habe ich vergessen. Oh, Alter! Da hatte ich wieder kurz Schiss um ihn. Um ihn vor allem, um sie. Ja, geil! Hey. Wie kann ich jetzt überbrücken und davon abhalten, Hilfe zu rufen? Du kommst mal bitte nicht hierher. Könnt ihr mal bitte gehen? Hallo. Alles hat funktioniert, wie geil! Nein, bin ich da. Alter! Verschwindet! Der Teil kommt hier hoch. Ah, du Scheiße! Ich gehe wieder nach oben, ich mache den gleichen Trick wie vorher. Der funktioniert, ich habe keinen Bock, mich mit den ganzen Viechern hier anzulegen. Nee, da habe ich keinen Bock zu. Hier runter. Dann laufen wir hier durch. Sich hier mal verstecken, um die Lage anzuwarten. Anzuwarten, abzuwarten, Rayo. Dein Deutsch ist heute wieder on fleek. Ich will hoch. Ich werde von oben an die Sache rangehen. Was ist denn hier? Hä? Das wäre geschafft. Was ist das denn? Ja, gut. Da ist eine Heilpflanze mutiert zu einem Baumstumpf. Blümchen, 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 Blümchen.
Vielleicht will ich hier hoch. Hier oben scheint mir nichts Böses zu sein. Hoffe ich nicht, Klammer. So, irgendwo da unten ist eine Brutstätte. Brutstätte Zeta. Die letzte. Das geht ganz schön schnell. Mhm. Ey, das ist Hintersache am Runterkommen. So, hier irgendwo soll man einen Eingang finden. Ups. Das hat doch bestimmt irgendwas damit zu tun, oder? Oder liegt da falsch? Kommt bestimmt. Nein, Ella, du bleibst da oben. Was ist das denn? Ein Energieschlag. Dreh ich mal kurz her. Blinzel mal kurz. Falscher Pfeil! Sorry. Wie das Teil zu uns rüberfliegt. Wie ich diese Viecher hasse, ne? Aber die kommen hier nicht hoch, das ist der große Vorteil. Und dann kann ich mal ganz schön drei Pfeile hier laden und warten, bis er sich wieder zeigt. Und zwar genau. Ja. Ihr habt genug Pfeile, Duty. Was läuft denn da drin für ein Panzer rum? Hast du das gesehen? Ernsthaft, was ist das? Wildschwein, das ist ein Riesenwildschwein. Denn jetzt hier bitte? Alla! Wo ist der Dulli? Jetzt sind wir im Feindgebiet. Wo ist der kleine Pisskopf? Okay, ich stelle mich im Offen im Kampf. Ich habe das Gefühl, dass er es nicht tun wird. Hallo, ich bin hier. Aua! Ah, das auch noch runtergeschossen. Sehr schön. Auch schön. Und zack! Nice. Da ist ja noch so ein Dulli. Ah, da hab ich den echt noch. Aua! Geh weg! Ach, ernsthaft? Okay, du willst Nahkampf. Alles klar! Was auf die Tour willst? Gerne! So, lieber Pirscher, das war's. Haben wir es denn jetzt hinter uns? Metallgefäße, das ist ja das, was wir brauchen, danke dir. Metallschirm. Eko-Linse. Aber wir müssen da doch bestimmt wieder hoch, oder? Oder vertue ich mich da? Wir müssen irgendwie einen Eingang in das ganze Schlüsselding hier finden. Okay, also Metallschirm, hier lasse ich mal liegen. Wo ist denn der Radius? Ich bin direkt im Radius, alles klar. Ein Eingang finden, hier ist es. Okay. Habe ich irgendeinen Tipp, wie der Eingang aussieht, oder? Bin ich jetzt komplett auf mich gestellt. Das sieht auch mega aus. Ich komme wieder hoch, stimmt's? Irgendwie, irgendwo. Das nehme ich mit. Auf jeden Fall. Soll man hier hochkommen? Wenn nicht, habt ihr das schlecht gelöst. Wenn ja, ist gut. Hier geht's doch rein. Siehst du mal. Easy. Der hätte mir das ganze Zeug da unten gar nicht machen müssen. So, runter hier. Ich schürf mir alles auf. Ach, Aloy, jammer nicht. Wer baut denn bitte so eine Tür nach unten? Das ist eine Fallgrube, verdammt. Kannst du hier überhaupt stehen? Das ist 90 Grad Gefälle. Also nicht 90, aber 45. Ja, Geometrie ist schon so eine schöne Sache. Okay. Wir haben einen Weg nach innen gefunden. Werkzeug lädt auf, alles klar? Mach das mal.
Bin drin. Hi. Da das ja die letzte Brutstätte ist, vermute ich, dass es hier bei dem Endgegner mal einen Donnerkiefer handelt. Ich vermute einfach mal ganz stark. Oder besser gesagt, ich verwette mal drum. Irgendwas. Keine Ahnung. Mein Kanal. Nein! Ich bin ziemlich sicher. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Denn warum sollte es nicht einmal in einer Brutstätte einen Donnerkiefer zu bezwingen geben? Es wäre unrealistisch, wenn es das nicht gäbe. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier ein Donnerkiefer werden wird. Denn das ist die am höchsten skalierte Brutstätte von der Schwierigkeitsgrad-Skala her. Also. Bin mir ziemlich sicher, dass wir eine böse Überraschung erwarten werden. Obwohl, Überraschung wird sie keine sein, aber es wird eine böse Tatsache am Ende. Finde ich schön, dass sie uns so viele Sachen geben. Dass ich gerade meinen letzten Pfeil verschossen hätte, hätte ich aber anfangen zu... Ah, komm, lass mal das. Da kann ich einfach runterspringen, oder sterbe ich dann? Ich will es eigentlich nicht ausprobieren. Ich muss da runter. Köpper! Ah, geiler Köpper. War auch nicht tief das Wasser, also nicht mehr. So. Begib dich zum Brutstättenkern. Das war's schon. Und es ist ein Donnerkiefer. Ich kann sie noch nicht überbrücken. Aber alles, was ich in den Brutstätten lerne, wird mir hier draußen weiterhelfen. Ach, wieso sind wir jetzt schon beim Kern? Normalerweise hat man doch immer so einen mega langen Labyrinthweg mit kreativen Jump'n'Runs und so weiter vor sich. Also ich habe nichts dagegen, dass wir das natürlich mal nicht haben, aber warum? Und ich hätte mit einer Donnerkiefer-Vermutung recht, ne? Ja. Das ist ein Donnerkiefer. Wer lebt und lebt. Auch wenn er nicht wirklich lebt. Hi, Großer. Ich muss dich wieder aufwecken, ne? Indem ich dich störe hier, ne? War das so? Machen wir das noch schnell. So. Wach auf, Kindchen. Hallo. Was konnten wir denn noch machen? Achso, so Kantefallen wurde auch angezeigt. Achso. Ich dachte schon, da könnten wir wählen irgendwie. Das wäre es ja noch gewesen, wenn wir wählen hätten können. Kannst du dich mal. Kann ich mal bitte. Danke. So. Herr Donnerkiefer. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Shit. Ich vergesse, dass die Kleinen hier auch aggro sind. Die hätten wir vorher vielleicht machen sollen. Geil. Ich will deine Knarre, verdammt. Und da kommt die Knarre. Aua! Konzentration, Raider. Nee, lass das bitte. Habe ich dir nicht vorher gerade eine Knarre... Aua! Habe ich dir nicht vorher gerade eine Knarre runtergeschossen? Den Scheibenwerfer da? Wo ist denn der hingebackt, bitte? Aua! Okay, lass mich mal bitte weg hier. Danke. Okay, die kleinen Nerven. Die kleinen Nerven derbs. Die müssen weg. Die müssen einfach weg. Die müssen einfach weg. Danke dir. Ja, ist okay. Ja. Mhm. Ja. Danke dir. So, kannst du mal wieder. Hallo. Hey, es reicht. Hallo. Ich weiß, dass du lasern kannst. Danke. Lässt dir mal die Augen. Oh shit. Nein, lässt dir die Augen nicht. So, den haben wir down. Den haben wir nicht. Habe ich jetzt den. Ich habe Donnerkiefer geschlagen. Das Spiel ist gerade so mega laut. Aua! Nein, pfui! Nein, du auch pfui! Oh, der ist down. Dann nervt uns der nicht mehr. Ich will ihm immer noch die Waffe klauen. Warum ging das vorher nicht? Geh weg! Aua! Nee, der hat schon seinen Schwanzangriff. Der hat schon seinen Schwanzangriff. Das bedeutet, der hat den Scheibenwerfer nicht mehr. Aber wo liegt der Scheibenwerfer? Aua! Jetzt geht auch! Hallo, ich will nicht in dir backen. Geh weg. Wir können später gern noch zusammen backen, aber hier nicht. Alter, der lässt einen aber auch nicht wegkommen. Ne, ernsthaft jetzt. Du
bist mir eindeutig zu schnell hier, Freundchen. Alter, face to face mit dem Donnerkiefer ist auch nicht das, was ich mir wünsche. So. Jetzt machen wir wenigstens Schaden. Danke dir! Shit! Das hat gut Schaden gemacht. Ach du Scheiße. Ich habe auch das Gefühl, dass die leicht stärker sind hier in den Brutstätten. Wahrscheinlich, weil man keinen Platz hat auszuweichen. Das kann es natürlich sein. Aua, das hat gesessen. Drei Pfeile nachladen. Ich will ihn wieder einfrieren. Nein, pfui. Geh weg. Ohne. Mach nicht deinen Schwanzangriff. Ich weiß, dass du eine gute Reichweite hast. Ist mir bewusst. Aua, nein. Pfui. Böser Donnerkiefer. Böser Donnerkiefer. Alter. Den Kern. Wenn man den Kern trifft, das macht Schaden. Alter, hätten wir da drei. Alter. Ich hätte gerne drei Pfeile reingejagt. Denn dann hätten wir 21.000 Schaden. 21.000. Rayon, geh nochmal bitte zum Matheunterricht in die dritte Klasse. 2.100 Schaden gemacht hätten wir. So, das wollte ich sagen. Eisspule, Abrissspule. Fernangriffsschutz. Oh. Schön. Abrissspule gefällt mir aber doch ganz gut. Finde ich schon ganz geil. Und eine Kieferlinse, sehr schön. So, was ist das denn? Können wir jetzt das Herz überbrücken? Ja, können wir. Was passiert eigentlich, wenn die Leiche vor dem Teil liegt? Dann kann man das doch nicht überbrücken. Was macht man dann? Das buggt auch gerade ziemlich, ne? Also gar nicht. So, Aloy verführt gerade einen richtig heftigen Dubstep-Dance. Sehr schön. Ja, ist okay, Aloy. Städte Zeta. Schön. Zeta verfügbar. Geil. Donnerkiefer, Sturmvogel, Steinbrecher. Brutstätten-Datenstörung. Er zwingt sie, aggressive Maschinen herzustellen. Er war einmal ein Teil von Gaia. Aber jetzt agiert er selbstständig, wie Hades, und verfolgt eigene Pläne. Aber warum? Was will er erreichen? Noch ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Aber zuerst muss ich mich um Hades kümmern. Oh ja, ich würde sagen, das hat Priorität. Oh ja. Oder ich würde sagen, wir sind bei 27 Minuten. Wir sind bei 28 Minuten. Leute, das war eine extra lange Folge heute. Extra einfach nur für euch. Klingt leicht schleimerisch gerade. Rayon halt die Fresse. Aber egal. Ja. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da, um mir wissen zu lassen, wie ihr die Folge fandet und so weiter. Und lasst auf jeden Fall auch eine Bewertung da. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.